das Stromnetz stabilisieren und gleichzeitig Wärme für Salzburg gewinnen. Das funktioniert mit Power to Heat. Was Power to Heat ist und wie es funktioniert, das zeigen wir Ihnen jetzt. Knapp ein Jahr nach Eröffnung der österreichweit ersten Power-to-Heat-Anlage im Regelbetrieb nahm die Salzburger G im Februar 2016 bereits die zweite Anlage in Betrieb. Wir sind die Ersten, wir waren die Ersten, die einen Elektrodenkessel einsetzen. Wir haben jetzt die zweite Power-to-Heat-Anlage dazugesetzt, in einer sehr, sehr kurzen Zeit, in nur 5 Monaten. Da sind unsere Techniker extrem schnell unterwegs gewesen. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, nochmals mit 15 MW hier Fernwärme klimaneutral zu erzeugen. Kurzfristig überschüssiger Strom wird im Heizkraftwerk Nord als Wärme gespeichert und für die Wärmeversorgung Salzburgs genutzt. Die Salzburger AG ist sehr bestrebt, immer wieder neue innovative Projekte umzusetzen. Mit der Power-to-Heat-Anlage können wir Ökostrom in Fernwärme, in Wärme umwandeln und damit auch unseren Kunden in und um Salzburg CO2-neutralen, klimaneutralen Strom bzw. Wärme anbieten. Das heißt aber nun im Detail, die Produktion von Wind- und Sonnenstrom ist nicht steuerbar, sondern wetterabhängig, weil einerseits zu viel Wind weht oder es eine Schönwetterperiode gibt. Beides führt unabhängig voneinander zu Energieüberschuss. Diese Überschüsse werden hier in der Power-to-Heat-Anlage genutzt. Das heißt, bevor die Windkraftanlagen abgeschaltet werden, kann der Strom zur Wärmeproduktion in der Power-to-Heat-Anlage verwendet werden. Power-to-Heat ist im Prinzip ein großer Durchlauferhitzer, in dem das Wasser mittels Strom erwärmt wird. Und dieses warme Wasser wird dann über einen Wärmetauscher in das Fernwärmesystem zum Fernwärmekunden übertragen. Damit das funktioniert, musste schon im Vorfeld ein 2 Kilometer langes Stromkabel vom Umspannwerk Hagenau bis zum Kraftwerk Salzburg Nord verlegt werden. Dieses Stromkabel bringt den situativ überschüssigen Wind- und Sonnenstrom zum Kraftwerk. Das Kabel geht vor der Autobahnausfahrt Salzburg-Bergheim West unter der A1 durch und führt bis zum Kessel. Dadurch braucht man kein Erdgas für die Wärmeerzeugung und es wird Kohlendioxid eingespart. Mit der neuen und zukunftsweisenden Technologie, die wir hier, die Salzburger AG hier einsetzt, schaffen wir es, 3000 Tonnen an CO2 einzusparen. Und das entspricht immerhin dem CO2-Ausstoß von 1500 Autos pro Jahr. Also ein unglaublicher CO2-neutraler Wert. Umweltschutz ist uns auch hier ein ganz ein wichtiges Anliegen.